Ich bin Anne und arbeite als Fachkraft für Abwassertechnik beim Zweckverband Jena Wasser. Ich zeige euch heute die zentrale Kläranlage in Jena und erkläre euch, wie das Abwasser gereinigt wird. Also wir sind hier im Zulauf der Kläranlage. Hier kommt das ganze Abwasser aus Jena und Umgebung an und wird hier im Grobbrechen erstmal gefiltert. Danach durchfließt das Abwasser die Anlage zu den Schnecken. Dort wird es angehoben und fließt im freien Gefälle durch die Anlage zu dem Feinrechen. Nachdem das Abwasser den Feinrechen durchflossen hat, kommt es im Sand- und Fettfang an. Hier sinkt der Sand nach unten und das Fett und die Öle lagern sich an der Abwasseroberfläche ab. Der Räumer schiebt mit seinen Räumschildern den Sand und das Fett nach vorne. Der Sand wird in einem Container entsorgt und das Fett gelangt in den Faulturm. Im Vorklärbecken wird die Fließgeschwindigkeit des Abwassers verlangsamt. Dadurch sinken Sinkstoffe an die Sohle des Beckens und Schwimmstoffe schwimmen an die Oberfläche des Beckens. Der Räumer zieht diese Stoffe ab. Im Anaerobbecken werden die Mikroorganismen in eine Art Stresssituation versetzt. Dadurch, dass kein Sauerstoff vorhanden ist, nehmen die Mikroorganismen mehr Schadstoffe auf als sonst. Das Belebungsbecken ist das Herzstück einer jeden Kläranlage. Hier wandeln Mikroorganismen Schadstoffe um, wie zum Beispiel Phosphor-, Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen. Die Mikroorganismen kann man hier eher schlecht sehen. Man sieht sie besser unter dem Mikroskop. Also hier sind wir am Nachklärbecken, davon haben wir hier auf der Kläranlage zwei Stück. Der Belebschlamm besteht aus den Mikroorganismen. Dieser kommt hier an, setzt sich am Boden des Nachklärbeckens ab und das klare Wasser fließt nach oben und läuft im freien Gefälle zum Auslauf. Der Belebschlamm wird zurück ins Belebungsbecken gepumpt und ein Teil geht in die Faultürme. Hinter mir seht ihr die Faultürme. Der Belebschlamm, der aus dem Vorklärbecken und Nachklärbecken abgezogen wird, gelangt nun in die Faultürme. Hier verfault der Schlamm und es entsteht Methangas. Mit dem Methangas wird das Blockheizkraftwerk betrieben. Das heißt, ein Motor, der mit Gas betrieben wird, treibt einen Generator an. Dieser Generator erzeugt Strom. Mit dem Strom können wir die komplette Anlage energieautark versorgen. Nachdem das Abwasser gereinigt wurde, fließt es aus dem Nachklärbecken hier in die Saale. Natürlich wird die Reinheit des Abwassers regelmäßig überprüft. Somit schließt Jena Wasser den Wasserkreislauf.